Am 15. März sind Kommunalwahlen in Bayern. Wir erklären dir, wie das Wahlsystem funktioniert. Alle 6 Jahre werden gleichzeitig Oberbürgermeisterinnen und Bürgermeister, Stadt- und Gemeinderäte, Landrätinnen, Kreistage und Bezirksausschüsse neu gewählt. Welche Gremien du wählen kannst, hängt von deinem Wohnort ab. Nehmen wir als Beispiel deinen Lieblingsort in Bayern. Dort bekommst du im Wahllokal einen gelben, einen hellgrünen, einen hellblauen und einen großen weißen Stimmzettel. Mit dem gelben Zettel wählst du den oder die Bürgermeisterin oder in größeren Kommunen den oder die Oberbürgermeisterin. Du kannst nur eine Stimme vergeben. Wenn ein Kandidat oder eine Kandidatin mehr als die Hälfte der Stimmen erhält, hat er oder sie die absolute Mehrheit und ist damit gewählt. Wenn nicht, findet 2 Wochen später eine Stichwahl statt. Kommen wir zum hellgrünen Zettel, dem Wahlzettel für den Gemeinderat in deinem Lieblingsort oder in größeren Kommunen den Stadtrat. Alle Parteien, die zur Wahl antreten, stellen eine eigene Liste auf. Im Fall von deinem Lieblingsort besteht der Gemeinderat aus 14 Personen. Deswegen kannst du auch 14 Stimmen vergeben. Die Größe des Gemeinderates ist abhängig von der Einwohnerzahl. In anderen Orten hast du mehr oder weniger Stimmen zur Verfügung. Am einfachsten ist es, wenn du ein Listenkreuz setzt. Das bedeutet, dass du nur ein einziges Kreuz vergibst und damit alle Personen einer Liste wählst. So weit, so einfach. Aber da war doch noch was mit Panaschieren und Kumulieren. Wenn du dein Kreuz bei einer Liste machst, kannst du dennoch auch einzelne Personen von anderen Listen wählen. Diese Stimmen werden dann von der angekreuzten Liste abgezogen. Das nennt man Panaschieren. Und wenn du manche Personen ganz besonders unterstützen willst, kannst du ihnen auch 2 oder maximal 3 Stimmen geben. Das nennt man Kumulieren. Wichtig ist, dass du insgesamt nicht mehr als deine verfügbaren Stimmen vergibst. Wenn du zusätzlich zum Listenkreuz kumulierst, werden die entsprechenden Stimmen einfach von der Liste abgezogen. Und noch ein Hinweis, du kannst einer Person nie mehr als 3 Stimmen geben. Selbst dann nicht, wenn die Person 2-mal auf einer Liste steht. Und noch ein Hinweis, falls du ein Listenkreuz vergibst und eine oder mehrere Personen auf der Liste nicht wählen möchtest, kannst du diesen Namen durchstreichen. Durch das Streichen verlierst du die Stimme nicht, sondern kannst sie dafür anderen Personen durch Kumulieren oder Panaschieren geben. Mit dem hellblauen Zettel wählst du den oder die Landrätin. Auch hier kannst du nur eine Stimme vergeben. Und auch hier ist eine Kandidatin oder ein Kandidat dann gewählt, wenn sie oder er die absolute Mehrheit hat. Ansonsten findet eine Stichwahl statt. Mit dem weißen Zettel wählst du die Kreisrätinnen und Räte. Dein Lieblingsort liegt im Landkreis Wunderbar. Dort besteht der Kreistag aus 70 Personen. Daher kannst du 70 Stimmen vergeben. Auch hier ist es am einfachsten, wenn du ein Listenkreuz setzt. Und auch hier kannst du kumulieren, panaschieren und streichen. So viel zur Wahl in deinem Lieblingsort. Aber welche Stimmzettel gibt es in kreisfreien Städten? Kreisfreie Städte sind Städte, die so groß sind, dass sie sowohl die Aufgaben der angehörigen Gemeinde als auch die eines Kreises übernehmen können. In Bayern gibt es 25 kreisfreie Städte, unter anderem Würzburg, Bayreuth, Ansbach, Augsburg, Regensburg, Landshut oder München. In kreisfreien Städten gibt es auch einen gelben Zettel für den oder die Oberbürgermeisterin und einen hellgrünen Zettel für den Stadtrat. In kreisfreien Städten gibt es aber keine Landräte oder Kreistage. Eine kleine Besonderheit gibt es in München. Dort bekommst du zusätzlich zum gelben und grünen Zettel noch einen Stimmzettel für den Bezirksausschuss. Jetzt weißt du, wie du wählst. Und was wählst du? Wenn du bei dir vor Ort das Klima und die Umwelt schützen willst, dann wähl grüne Landrätinnen und Landräte. Wenn du in deinem Ort ein lebendiges Miteinander fördern willst, dann wähl grüne Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Wenn du dein Zuhause mit neuen Ideen gestalten willst, dann mach dein Listenkreuz bei den Grünen.